Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen, ihr seid wieder genau richtig bei Rock on Stage Live Session TV mit The Lost Tracks in Acoustic Style. Ja, ein paar wenige Tage habt ihr von mir nichts gehört, aber jetzt bin ich ja wieder da. Und weil das letzte Mal so richtig, richtig gut war, habe ich natürlich meine Sängerin wieder mitgebracht, die wundervolle, bezaubernde Alex, hallo, die mich gesanglich heute hier unterstützen wird wieder. Ja, ihr seht schon, ich habe mein Klavier wieder in mein Wohnzimmer getragen, damit ich diesen nächsten Song für euch spielen kann. Ja, was habe ich heute mitgebracht für euch? Einen wirklichen Lost Track, also einen Track, der sehr unbekannt ist und den kaum einer noch kennt. Und zwar diesmal von einer deutschen Band, und zwar Revolverheld. Und zwar hatten sie 2015 ein Album rausgebracht, MTV Unplugged in 3 Akten. Und ich als eigentlich gar nicht so großer Revolverheld-Fan habe ich dieses Album gekauft und ich war so fasziniert, wie man diese Band in diesem Unplugged-Format eigentlich in Szene setzen kann. Und ein Lied hat mir besonders gut gefallen. Und zwar Du weißt nicht, was du willst. Ich habe diesen Song auf keinem anderen Album gefunden. Ich weiß also auch nicht, ob es davon eine richtige Studioversion gibt, aber es ist auf alle Fälle auf diesen MTV Unplugged mit drauf. Ja, und den möchten wir euch einfach heute präsentieren, allerdings in einer ganz, ganz anderen Version und zwar in einem Duett mit der Alex natürlich. Und zwar geht es in dem Lied eigentlich um ein alltägliches Problem und zwar es kommt sehr oft vor, dass in einer Beziehung der eine doch mehr liebt als der andere. Und auch mir ging es so. Und man will eigentlich den Partner von sich wegstoßen. Man will eigentlich sein eigenes Ding machen. Man will den Partner nicht so nah an sich heranlassen. Und dann merkt man eigentlich, dass es man eigentlich viel zu weit geht und dass es der Grund ist, warum man eigentlich ständig verlassen wird. Aber wie man sich fühlt, das zeigen wir euch einfach jetzt. Revolverheld mit Du weißt nicht, was du willst. Du hast dich auf mich und meine Art eingelassen, ganz unverbindlich. Erstmal gucken, wie es wird, wie wir es nennen. Können wir später noch entscheiden und wird's mir zu eng. Muss ich nicht bei dir bleiben? Für dich ging das gut. Bloß keine Konsequenzen, noch fehlt mir der Mut, mich von dir abzugrenzen. Du bist unruhig, du musst weiter und die Zeit spielt gegen mich. Geh ich dir ans Herz oder willst du das noch nicht? Doch ich weiß nicht, was ich will, ich leg mich ungern fest. Ich halte mir alles offen, bis jeder mich verlässt. Ich weiß nicht, was ich fühl, weiß nicht, was ich such. Irgendwas weit weg von dir. Du weißt nicht, was du willst, du legst dich ungern fest. Du hältst dir alles offen, bis jeder dich verlässt. Du weißt nicht, was du fühlst, weißt nicht, was du suchst. Irgendwas weit weg von mir. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, was ich will. Whoa. Du weißt nicht, was du willst. Du weißt nicht, was du willst. Oh. Uns gar nichts, jeder ganz für sich allein irgendwie zusammen, doch auf eine lockere Art und Weise. Lass uns bloß nicht drüber reden, denn sonst wird es dir zu viel. Und so wie es ist, ist es ganz genau dein Stil. Doch ich weiß nicht, was ich will, ich leg mich ungern fest. Ich halte mir alles offen, bis jeder mich verlässt. Ich weiß nicht, was ich fühle, weiß nicht, was ich such. Irgendwas weit weg von dir. Doch du weißt nicht, was du willst, du legst dich ungern fest. Du hältst dir alles
weiß nicht, was du fühlst, weiß nicht, was du suchst, irgendwas weit weg von mir. Ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, was ich will. Oh, oh. Du weißt nicht, was du willst, du weißt nicht, was du willst. Oh. Deine Zahnbürste in meinem Bad hängt mein Leben zu sehr ein. Wenn ich nach mehr Nähe frag, willst du mehr alleine sein? Ich bin immer auf dem Absprung mit dem Koffer. Das war's von uns, von der lieben Alexandra und Dankeschön. Von mir, den Ricardo, mit einem wundervollen Lied von Revolverheld. Ja, ihr seht schon, ich mache viel mit Gastmusikern jetzt in letzter Zeit, habe auch sehr viel positive Resonanz dafür bekommen. Danke nochmal für alle, die kommentieren, mich abonnieren und mir schreiben, ganz, ganz viele liebe Worte für mich übrig haben. Das ist wirklich sehr, sehr aufbauend für mich. Und wir sehen uns bestimmt auf der nächsten Sendung wieder, wenn es heißt The Lost Tracks in Acoustic Style. Macht's gut! Tschüss!